So einfach lernt Jin Bewegungsabläufe. Jin, der humanoide Roboter, wurde entwickelt, um sich zu bewegen. Welches sind die Grundlagen, um zu laufen oder beliebige Bewegungsabläufe zu tätigen? Jins zentrales elektronisches System besteht unter vielem anderen aus einer Polo-Schnittstellenkarte, an der die Servos und Sensoren angeschlossen sind. Das Record-and-Play-Konzept ist eine ausgeklügelte Hard- und Software-Lösung, sie ermöglicht auf einfache Art und Weise Bewegungsabläufe zu lernen. Das auf Record-and-Play basierte Konzept bedeutet, dass Jin Bewegungen über Eingabegeräte ausführt und speichert. Die vorher aufgenommenen Bewegungssets können nun im Play-Modus beliebig abgespielt und mit anderen Sets gemischt werden. Was benötigen wir, um Servos und dadurch Robotersysteme zu steuern? Erstens. Eingabegeräte. Zweitens. Ein Android-Gerät mit der App von Jinboot Robotics und Design GmbH. Ein Eingabegerät mit eingebauten Drucksensoren oder ein Mischpult sind nur eine Auswahl der möglichen Eingabevarianten, um Servos zu steuern, die von Robot-Tracker aufgenommen und von der Remote Control abgerufen werden können. Die Sensoren können individuell justiert werden. Welche Software wird benötigt? Erstens. Zur Softwarebasiskonfiguration gehören die RoboApp, installiert im Android-Gerät des Roboters. Zweitens. Auf dem Android-Gerät der Bedienungsperson müssen die Apps Robotracker und Remote Control installiert werden, um mit dem Roboter zu interagieren. Roger Seeberger, der App-Entwickler, erklärt die Möglichkeiten der Android-App. Diese App wird benötigt, um alle Roboter-Eigenschaften von Jin fernzusteuern. Okay. Hallo, heute möchte ich euch als erstes mal unsere Robotracker-Software zeigen. Ich starte mal eben die App, damit ihr gleich mal sehen könnt, worum es geht. Diese App soll eigentlich dazu dienen, per Wi-Fi Informationen an den Roboter zu senden. Wir wollen damit Sets schreiben können, damit der Roboter einfacher lernen kann. Die App hat natürlich verschiedene Funktionen. Man kann hier zum Beispiel 24 Ports auswählen. Ich werde euch das nachher demonstrieren, wenn das Ganze verbunden ist. Jetzt zuerst einmal kurz ein Überblick. Im Optionsmenü haben wir das Settings-Menü. Das werde ich als erstes euch zeigen. Hier kann man die IP des Roboters eingeben. Defaultmäßig ist jeweils die letzte gewählte IP drin. Mit Record könntet ihr die Sets, die ihr gerade aufnehmt und weiterleitet, auch auf dem Roboter direkt abspeichern. Zunächst seht ihr hier diverse Ports. Wir haben da Eingänge definiert. Wir können die auch noch genauer definieren. Man kann hier zum Beispiel die Amplitude einstellen, das Signal invertieren, indem man mit den Hebelreglern einfach die Richtung ändert. Oder wir können hier noch einen Filter definieren, wie scharf oder genau das Signal überhaupt aufgenommen werden soll. Ich werde euch das nachher noch im Betrieb zeigen. Okay. Zunächst verbinden wir uns einmal mit unserem Eingabegerät. So, nun sperre ich die Servos. So, wie ihr seht, haben wir jetzt hier vier Servos verbunden. Die einen haben wir hier mit dem Fußsensor, dem Drucksensor verbunden. Die anderen hätten wir mit der Hüfte verbunden. Okay, um euch kurz das zu demonstrieren. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man so ein Set schreibt. Okay, wie ihr seht, ist es schon am Aufnehmen. Diese Daten werden nun per VLAN, entweder Peer-to-Peer oder im VLAN-Verbund, aber es gibt auch die Möglichkeit zu einer weiteren Verbindung.
Jedenfalls werden die Daten so an den Roboter übertragen. Okay. So. Wir haben das Set geschrieben. Ich beende nun diese App. Ich gehe in unsere Remote App. Ich werde euch das eben nachher zeigen. So. Die Verbindung wird hergestellt, wie ihr seht. Und nun zeige ich euch hier unten, das sind selbst geschriebene Files, Sets. Plugin, Custom Plugin 00. So wird das Ganze dann langsam auf hochgezählt. Und ich werde euch jetzt demonstrieren. Ich rufe das Set auf. Und schon werden die Bewegungen, die Sets, die wir vorher per Robotracker übertragen haben, wieder abgerufen. Dadurch lassen sich einfach Bewegungssets für den Roboter generieren. Was kann Jin nun mit Hilfe dieser von Jinboot Robotics und Design GmbH entwickelten Technologie? In der Version 2 kann Jin mittels Software-Steuerung nicht nur laufen, Hüften, Arme und Kopf bewegen, alles natürlich auch gleichzeitig. Jin ist sogar in der Lage, auf nur einem Bein zu stehen. Wir haben noch viele Ideen, die wir laufend umsetzen werden. Jin ist eine spannende Technologiebasis auch für Nutzrobotikprojekte im Industrie- und Gesundheitsbereich. Jinboot Robotik und Design entwickelt individuelle Roboter. Das Team freut sich über Anfragen oder neue Ideen, die uns per Mail oder die sozialen Netzwerke erreichen können.